Rote Rosen-Vorschau, Ralf ermittelt. Kommt der Annette Malte auf die Spur? In der ARD-Serie Rote Rosen spitzen sich die Ereignisse immer mehr zu. Wird Annette tatsächlich zur Mörderin? Wenn in der ARD-Serie Rote Rosen die Polizei eingeschaltet wird, ein Protagonist im künstlichen Koma liegt und eine andere Protagonistin plötzlich unter Tatverdacht steht, ist pure Spannung garantiert. In der Woche vom 24. April bis zum 28. April brauchen die Zuschauer stark Nerven. Annette wird immer nervöser. Nachdem Marvin Annette mitgeteilt hat, dass er mit Kriminellen nichts zu tun haben will, wird ihr endgültig klar, dass sie wegen des Bernsteinschmuggels auf die schiefe Bahn geraten ist. Zudem fürchtet sie jetzt, dass Marvin bei Ralf über sie und Malte plaudern könnte und sie dadurch auffliegen lässt. Doch Marvin entscheidet sich komplett anders und kündigt sogar in der Spedition, um nichts über die Machenschaften von Malte und Annette erzählen zu müssen. Dumm nur, dass er genau mit diesem Schritt das Misstrauen von Ralf weckt, der ihn unter Druck setzt. Wird Annette zur Mörderin? Ralf entscheidet sich, Annette direkt auf den Bernsteinschmuggel anzusprechen, doch die lässt sich nichts anmerken. Richtig nervös wird sie jedoch, als auch Ben einen ähnlichen Verdacht äußert. Nachdem sie in einer Kiste einen Bernsteinsplitter entdeckt hat, wird ihr klar, dass Malte ihr von Anfang an keinen reinen Wein eingeschenkt hat. In der Spedition kommt es deshalb zum Streit zwischen den beiden, der scheinbar eskaliert. Zumindest findet Sandra Annette, die einen blutigen Brieföffner aus Maltes Brust zieht. Aber ist sie auch die Täterin? Um das herauszufinden, nimmt Sandra die verdutzte Annette mit auf die Wache, wo diese als Hauptverdächtige verhört wird. Doch Annette ist sicher, dass Malte Annette entlasten wird, sobald er nach der Notoperation wieder bei Bewusstsein ist. Vielleicht hat sich Annette hier allerdings getäuscht, Maltes Verletzung ist schlimmer als gedacht. Er wird in ein künstliches Koma versetzt. Kann Ralf seinen Sohn wieder beruhigen? Ralf hat nicht nur alle Hände voll zu tun, den mysteriösen Fall aufzuklären. Er versucht zudem, das zerrüttete Verhältnis zwischen ihm und seinem Sohn Marvin zu kitten. Doch alle Versuche scheinen vergeblich, als Marvin seinen Vater und Carla, die Marvin gerade einen Aushilfsjob gegeben hat, beim Sex erwischt. Für ihn ist klar, er hat den Job nur bekommen, weil Carla und sein Vater ein Verhältnis haben. Frustriert schmeißt er wieder hin. Jorik rettet Amelie. Hendrik ist eigentlich nur noch in der Klinik. Zum Glück passt Jorik auf dessen Söhne Shem und Joe auf. Die leiden unter der permanenten Abwesenheit ihres Vaters so sehr, dass sie sogar Entschuldigungen für die Schule fälschen, um nicht mehr am Unterricht teilnehmen zu müssen. Obwohl Jorik mit den beiden Jungs alle Hände voll zu tun hat, versäumte es nicht, weiter an einem Songtext zu arbeiten. Lediglich für die beiden letzten Zeilen hat er keine Idee. Zum Glück fällt der Text Amelie in die Hände, die ihn fertigstellt. Sie bietet Britta an, bei einem Charity-Event mit einer ganz besonderen Nummer aufzutreten. Handelt es sich dabei um Joriks Song? Um nichts zu versagen, übt Amelie so besessen Gitarre, dass sie eine Sehnenscheidenentzündung bekommt. Ihr Auftritt steht auf der Kippe. In letzter Sekunde wird sie von Jorik gerettet,